Und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal Simulatoren Gamer. Wir spielen Alice 19, Freunde, und jetzt auf jeden Fall danke, danke, danke nochmal an euch. Und ich würde sagen, wir starten jetzt einmal. Warum, Freunde, bin ich jetzt hier? Denn, wenn, pass mal auf, wenn ich jetzt hier auf Karriere gehe, so. Mir einen neuen Spielstand hole. Farm Manager machen wir jetzt einfach mal. So. Freunde. Es ist noch ein kleiner Fehler bei Neuhof P. Das muss noch geändert werden. Aber es gibt jetzt, wir haben jetzt eine Map, Freunde. Die kommt auf jeden Fall jetzt noch nicht zum Download, ist klar. Aber ich kann euch das jetzt mal zeigen. So. Können wir machen. So, Freunde. So. Wir starten auf Start. Und Freunde, wir sind hier auf unserer eigenen Map. Ist das cool oder ist das cool? Also, das ist jetzt noch klar. Noch nicht so viel passiert. Aber was schon passiert ist, hier steht ein Shop. Man kann hier verkaufen. Warte, wir machen mal die Geschwindigkeit wieder. Normale Geschwindigkeit. Wir können es hier verkaufen, konfigurieren, reparieren, neu lackieren und alles. Wir können uns schon Fahrzeuge kaufen. Rennen hier einmal durch. Wir können es auch mit Taste P machen, aber der Trigger, der funktioniert hier auch. Seht, Freunde? Wir können uns jetzt theoretisch hier einfach mal den Bagger kaufen. Zack. Also die Mods funktionieren hier. Ja, wir kaufen uns einfach mal den hier. Sagen wir mal hier in diesem Design. Schau, Freunde, und es landet alles hier. Und wir könnten jetzt hier auch einsteigen. Rundum leuchten. Hier funktioniert alles, Freunde. Ist das cool? Und jetzt könnt ihr, vielleicht denkt ihr euch jetzt schon ein bisschen was. Ne? Was hat der Simulatoren-Gamer vor? Ja. Yeah. Eine eigene Map, Freunde. Eine eigene Map. Eine eigene Simulatoren-Gamer-Map. Die wird jetzt halt zum Download kommen. Aber es gibt kein Release-Datum. Das wird auf jeden Fall noch dauern, Freunde. Da müsst ihr euch noch gedulden. Es kommen auch noch Videos und so drüber, wenn ihr das wollt. Das könnt ihr oben rechts auf diesen Kreis mit Ausrufezeichen drücken und dann könnt ihr da oben abstimmen. Und ja. Hier, Freunde, ihr könnt auch jetzt hier sehen, hier ist auch schon ein Zaun. Ich komme hier drüber. Wenn ich jetzt mal die Geschwindigkeit auf ganz langsam. Ja. Ich komme rüber. Ja, Freunde. Aber auf jeden Fall. Ist es cool oder ist es cool, Freunde? Gebt dem Video auf jeden Fall mal einen Daumen nach oben da. Und ja, kostenloses Abo wäre auf jeden Fall nicht schlecht. Und ja, wir sehen uns gleich wieder. Ich muss noch eine Sache kurz testen.
Funktioniert der Trigger? Ja? Ja. Okay, funktioniert. Gut. Ja, Freunde, und auf jeden Fall wird ab 35 Abonnenten der Discord-Server öffentlich kommen. Und ja, genau die Map, die, wie gesagt, kein Release-Datum, aber es wird auf jeden Fall. Sie kommt, wenn dann, wenn sie schon fertig wäre, aber auch erst ab 150 bis 200 Abonnenten raus, Freunde. Denn das ist eine ziemliche Aufgabe auch. Und was ist denn das? Ah, das ist diese Ding. Ja, und ja, Freunde, dann will ich auch schon wieder sagen, was ist mit dem Video? Wenn es euch gefallen hat, wie immer, einen kostenlosen Daumen nach oben, ein kostenloses Abo und die Glocke aktivieren, dass ihr kein Video mehr hiervon verpasst. Und wenn ihr wollt, dass ich Tutorial halt zeige, wie ich das mache, wie ich da Objekte drauf baue und so Videos davon mache und mal vielleicht Livestreams, gibt ein Video oben bei der Abstimmung einen Daumen hoch und ja, dann würde ich sagen, ciao, also Nocturne Gamer und ciao, ciao.